Bist du manchmal genervt von fiesen Kommentaren, unangenehmen Nachrichten oder ungewollten Markierungen auf Bildern? Dann schau dir unbedingt dieses Video an und finde heraus, wie du dich vor allen möglichen Problemen auf Instagram schützen kannst. Gehe dafür auf dein Instagram-Profil und wähle oben rechts das Bürgermenü aus. Wähle Einstellungen und dann Privatsphäre. Als erster wichtiger Tipp von uns: Aktiviere das private Konto. Denn dann können nur Leute deine Inhalte sehen, die du vorher bei einer Follower-Anfrage bestätigt hast. Achtung, Leute, die dir schon folgen, können weiterhin deine Inhalte sehen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann schau am besten mal deine Abo-Liste durch und entferne Leute, die auf deinem privaten Profil keinen Zugriff auf deine Posts, Stories und Reels haben sollen. Für unter 18-Jährige, die sich ab 2021 angemeldet haben, ist das Konto standardmäßig auf privat gestellt. Mit dem privaten Konto hast du schon eine Menge Kontrolle darüber, wer deine Inhalte sehen kann. Es gibt aber noch viele weitere Einstellungen, die sehr nützlich sein können. Bei dem Punkt Nachrichten, Kommentare verbergen kannst du einstellen, dass beleidigende und anstößige Kommentare oder Nachrichtenanfragen von TikTok automatisch verborgen werden. Unserer Erfahrung nach funktioniert dieses Tool aber nicht hundertprozentig zuverlässig. Deswegen empfehlen wir dir, zusätzlich auch eigene Begriffe und Emojis zu definieren, die dann nicht angezeigt werden. Beispielsweise wird das durchgestrichene 18-Emoji häufig von programmierten Fake-Profilen, sogenannten Sexbots, verwendet. Um dich vor diesen Sexbots und anderen unangenehmen Nachrichtenanfragen zu schützen, kannst du unter Nachrichten, ein wenig weiter unten, zudem einstellen, ob du Nachrichtenanfragen überhaupt bekommen möchtest und wer dich zu Gruppenchats hinzufügen darf. Bist du genervt, weil eine Person ständig gemeine Kommentare schreibt oder dich auf komischen Bildern verlinkt? Unter Kommentare kannst du bestimmte Personen blockieren. Diese können deine Bilder also nicht mehr kommentieren. Unter Beiträge kannst du auswählen, wer dich in Beiträgen markieren darf. Und unter Erwähnungen kannst du auswählen, wer dich mit dem Ad in Beschreibungstexten erwähnen darf. Außerdem kannst du einstellen, welche Personen deine Stories und Live-Videos sehen können, beziehungsweise wie sie damit interagieren können. Klicke hierfür einfach mal auf den Punkt Story bzw. Live. Seit einiger Zeit gibt es bei Instagram auch Guides, in denen du deine liebsten Instagram-Beiträge sowie Produkte und Orte gesammelt in deinem Profil präsentieren kannst. Unter dem Punkt Guides kannst du auswählen, ob andere deine Beiträge in ihren Guides verwenden dürfen oder nicht. Weiterhin kannst du auch entscheiden, wer bestimmte Kontoinformationen über dich sehen darf. Wenn du zum Beispiel nicht möchtest, dass andere sehen können, ob du gerade bei Instagram online bist, kannst du das unter Aktivitätsstatus per Schieberegler ausschalten. Und unter Beiträge kannst du auswählen, dass niemand sehen kann, wie viele Gefällt-mir-Angaben und Aufrufe deine Bilder und Videos erzielt haben. Es gibt aber noch einige andere interessante Dinge, die du in den Einstellungen bei Instagram finden kannst. Wenn du zum Beispiel schon einmal das Problem hattest, dass dir Vorschläge in deinem Feed oder Reels angezeigt wurden, die du zu krass fandest, beispielsweise weil es da um Sex, Gewalt oder um Drogen ging, dann kannst du unter Konto, Einstellungen für sensible Daten bestimmen, dass du weniger solcher Inhalte sehen willst. Wähle dafür in der Auswahl einfach weniger sensible Inhalte aus. Unter Werbeanzeigen, Daten von Partnern zu deiner Aktivität, kannst du auswählen, ob Facebook und Instagram dir personalisierte Werbung anzeigen dürfen. Personalisierte Werbung ist genau auf dich und deine Interessen zugeschnitten. Dies kann Instagram durch dein Verhalten in der App meist ziemlich gut. Personalisierte Werbung kann dich also eher zum Kauf verleiten und wenn du das nicht möchtest, schalte es hier aus. Und falls du dich gefragt hast, wie manche Personen sich bei Instagram einen eigenen Avatar erstellen konnten, unter Konto Avatar kannst du dir deinen eigenen Avatar zusammenbauen und später als Sticker in Nachrichten und Stories verwenden. Öffne doch gleich mal deine Instagram-Einstellungen und überlege dir, welche Privatsphäre-Einstellungen für dich sinnvoll sind.